Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes. Berichterstatterin ist die Abg. Klaff Isselmann. Das ist die Drucksache 19/4136 zu 19/3742. Ich bitte Sie um Berichterstattung, Frau Kollegin. Frau Präsidentin, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Stimmenthaltung der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff Isselmann. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Ich eröffne die Debatte. Als Erstes hat sich Kollege Dr. Bartel von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, ich brauche die 5 Minuten nicht. Das Gesetz zur Änderung des Heilberufegesetzes aktualisiert die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Kammern. Sie stärkt damit die Kammern. Das Heilberufegesetz wurde 1954 erstmals verabschiedet und mittlerweile 20 Mal angepasst, was auch Ausdruck der Entwicklung und Dynamik der Kammern ist. Die Sicht der Unterlagen der Regierungsanhörung zeigt, dass die Novellierung auf Zustimmung der Betroffenen stößt. Ganz hervorzuheben ist die ehrenamtliche Tätigkeit der Kammerpräsidenten, der Vorstände, der Vertreter der Schlichtungskommission, Zulassungskommission, Prüfungskommission, Disziplinarkommission. All diesen Funktionsträgern der Kammern sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt, meine Damen und Herren. Sie üben ihre Tätigkeit neben ihren arbeitsintensiven freiberuflichen Tätigkeiten in den Heilberufen aus. Sie sind Bestandteil einer qualifizierten medizinischen Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger und entlasten den Staat durch Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Neben formalen Anpassungen des Gesetzes, wie etwa die elektronische Datenübermittlung, Festlegung von Gebühren, Bußgeldern und Berufsgerichtskosten, gibt es aber auch inhaltliche Neuerungen, die auch Auswirkungen für die Bürger haben, zum Beispiel Regelungen zur Spezialisierung in der Veterinärmedizin, Tierfacharzt als Stichwort, stärken Tierschutz gleichermaßen wie Verbraucherschutz. Sie berücksichtigen die zunehmende Breite des tierärztlichen Berufsbildes. Weiterhin Vorschriften zu Aufbewahrungspflichten von klinischen Arzneimittelstudien und Anwendungsbeobachtungen können durchaus gesundheitspolitische Aktualität erlangen. Weiterhin die Möglichkeit, kammerübergreifenden Ethikkommissionen zu bilden, stärkt die Arbeit dieser Ethikkommission. Aus meiner Sicht ist es für die Organisation des ärztlichen Notdienstes erheblich, dass sich an ihm, dem ärztlichen Notdienst, nun auch ausschließlich privatärztliche Mediziner beteiligen müssen. Künftig ist es eben nicht nur die Aufgabe der Kassenärzte, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu organisieren. Ich glaube, dass es diesen stärken wird und auch entsprechende Auswirkungen haben wird. Die CDU-Fraktion wird deshalb dem Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmen. Wir freuen uns, dass dies auf allgemeinen Konsens stößt, und befürworten die Zustimmung jetzt in der zweiten Lesung. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bartel. Als nächste Rednerin hat sich nun Frau Kollegin Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Bereits in der ersten Lesung zum Heilberufsgesetz haben wir alle Inhalte ausgetauscht, und es gab wenig Kontroverse.
Herr Rentsch hatte noch einmal angeführt, den § 23, die ergänzende Rechtsgrundlage für den Notfalldienst, und hatte angemerkt, er wollte sich dann noch einmal bei der KV kundig machen. Das hat er sicherlich ebenso getan wie ich und zur Kenntnis genommen, dass die KV diesen Paragraphen begrüßt. Das vorgelegte Gesetz, und Herr Bartelt, Dr. Bartelt hat schon darauf hingewiesen, ist eine Weiterentwicklung, schafft eine bessere Übersichtlichkeit, ist eine Präzisierung sowie Modernisierung. Es enthält formale Veränderungen, Änderungen im Bereich von EU-Regeln und Transparenzgeboten, also nichts wirklich Spannendes. Eine grundlegende Überarbeitung und Anpassung des Heilberufsgesetzes ist es nicht. Jedoch stellen Sie, Herr Grüttner, eine Neufassung des Stammesgesetzes in Aussicht, das mit der Kammer bezüglich neuer Anforderungen beraten werden soll. Das begrüßen wir sehr. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Verordnungsproblematik und das deutliche Stadt-Land-Gefälle in Bezug von der Verfügbarkeit zum einen von Ärzten, aber auch von Psychotherapeuten hinweisen. Diese Problematik ist uns nicht neu, und eine differenzierte, flexiblere Bedarfsplanung ist hier dringend nötig, meine Damen und Herren. Wichtig ist hierbei, dass die Besonderheiten der Regionen und der in ihnen lebenden Menschen mit den ihrer spezifischen soziodemografischen und auch mobilitätsbezogenen Merkmalen, aber auch die Besonderheiten der spezifischen heilkundlichen Tätigkeiten bei der Neuordnung der Bedarfsplanung Berücksichtigung finden. Hier ist noch Luft nach oben und weiterer Einsatz nötig, meine Damen und Herren. Herr Grüttner, deswegen auch eine Frage an Sie. Inwieweit wollen Sie sich dafür einsetzen, dass sich hinsichtlich der Bedarfsplanungsrichtlinie durch den gemeinsamen Bundesausschuss etwas ändert, sodass auf regionale Besonderheiten, etwa bezüglich der Bevölkerungs-, Mobilitäts- oder Versorgungsstrukturen, beispielsweise durch Verhältniszahlen oder durch einen Demografiefaktor, Verbesserungen angestrebt werden, sodass kleinräumlich agiert werden kann? Von diesem kleinen Exkurs zurück wieder zum vorliegenden Gesetz. Insgesamt sind die Veränderungen im Heilberufsgesetz überschaubar mit kleinen Spotlights. Leider ist der Kollege Merz gerade kurz austreten. Ich hatte ihm aber versprochen, mein Tuch zu erwähnen. Das Gesetz ist nämlich quasi wie mein Tuch, dem die Zebras als Eyecatcher abhanden gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, Frau Dr. Sommer hat es schon gesagt, dieses Gesetz war weitestgehend einig. Es ist ein Gesetz, das zum 31. Dezember 2016 ausläuft und deshalb einer Verlängerung bedurfte. Es wurden im Rahmen der Evaluation viele angehört von der Landesärztekammer, Zahnärztekammer, Apothekenkammer und so weiter und so fort. Diese Anhörungen ergaben, dass es im Grundsatz ein gutes Gesetz ist, aber es noch einige Ergänzungen bedarf. Das hat die Landesregierung übernommen und hat in mehrere Kleinigkeiten eingefügt, beispielsweise, dass man jetzt auch mehr digital arbeiten kann, dass die Kontaktdaten von Wahlen erleichtert, dass Satzungsbeschlüsse bei der Aufsichtsbehörde klarstellend geregelt werden müssen, dass auch eine Regelung zur ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder der Kammervorstände und viele andere Kleinigkeiten mehr, die eigentlich unstrittig sein könnten, werden jetzt so geregelt. Ich denke, ein tatsächlich inhaltlicher Fortschritt ist auch, dass beim ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung die Möglichkeit nun eröffnet wird, dass auch ausschließlich privatärztlich niedergelassene Ärzte verpflichtend am ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV Hessen teilnehmen und sich auch an dabei entstehenden Kosten zu beteiligen haben. Das ist in der Tat ein inhaltlicher Fortschritt. Alles andere ist in der Tat wenig strittig. Ich glaube, angesichts der Uhrzeit fasse ich mich deshalb auch kurz. Ich bedanke mich für die Arbeit und alle Akteure, die sich daran beteiligt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Wolf von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Frau Kollegin. Entschuldigung, der ist schon in diesen Stapel gerutscht. Das ist aber Ihr nächster Redebeitrag. Ich rufe Herrn Kollegen Rentsch auf von der Fraktion der FDP. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mich sehr gefreut, zu hören, was Kollegin Wolf zur Gesundheitspolitik zu sagen hätte. Also insofern sollte sie sich vielleicht überlegen, ob sie ihre Wortmeldung nicht vorzieht zu diesem Punkt. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Dr. Sommer hat das so nett und charmant gesagt. Frau Sommer, Sie haben mich mit dem Vergleich mit Ihrem Tuch ein bisschen herausgebracht, weil wir es natürlich nicht genau sehen konnten. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir nachher noch einmal das Tuch durch die Reihen geben lassen, um einfach mal zu schauen, was drauf ist. Weil ansonsten konnten wir den sozusagen Vergleich nicht ganz nachvollziehen. Meine Fraktion hat mich gebeten, und dem will ich gerne nachkommen, auch mal ein bisschen grundsätzlich über die Gesundheitspolitik an dieser Stelle zu sprechen. Und mein parlamentarischer Geschäftsführer, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt dafür. Kurz vor Weihnachten, Kollege Dr. Bartelt hat das, finde ich, sehr charmant gemacht, auch mal den vielen zu danken, die in diesem Land in den Gesundheitsberufen tätig sind, den vielen Ärztinnen und Ärzten, die das als angestellte Ärzte oder freiberuflich tun. Und ich glaube, hier will ich ansetzen. Ja, wir haben uns informiert über diese Frage des gesamten Bereiches des Bereitschaftsdienstes, der mit dem Gesetz verändert wird. Und unser Gespräch mit der KV hat ergeben, und jetzt gehen wir immer davon aus, dass die KV das auch genauso weitergibt, wie es ihr gesagt worden ist, dass die Privatärzte bei dieser Frage mitstimmen werden, weil es hier eine Vereinbarung zwischen Landesärztekammer und KV gibt. Also insofern auch dieser Punkt, den wir noch bei der ersten Lesung offen hatten, dem werden wir sozusagen zustimmen. Ich möchte aber noch einmal einen Schritt zurückgehen, weil natürlich die Veränderungen im Gesundheitssystem, und es sind ja viele Bürger heute hier, die sich mit dieser Frage auch beschäftigen, wenn sie zum Arzt gehen, wenn sie in irgendeiner Form auf Gesundheitsversorgung angewiesen sind, natürlich auch merken, dass das Gesundheitssystem in einem strukturellen Wandel ist und dass natürlich in den Veränderungen, die wir ja teilweise streitig, aber auch teilweise gemeinsam diskutieren, das eine oder andere angepasst werden muss. Und ich glaube, in einer solchen Debatte sollte man auch noch einmal darauf Wert legen, dass wir in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben, trotz vieler Kritik, die wir teilweise ja auch selber üben. Aber das, was wir hier organisieren in der Qualität unserer Mediziner, des Pflegepersonals, der Strukturen, der im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern extrem wohnortnahen Versorgung, wenn man das sieht, der Freiberuflichkeit, die übrigens ein Erfolgsmodell ist, Gott sei Dank haben wir sie. Ich glaube, in diesem Bereich dürfen wir einfach sagen, auch danke an diejenigen, die das machen, weil ohne die wären wir in Deutschland nicht so gesund und gut versorgt. Insofern herzlichen Dank von unserer Seite an dieser Stelle. Die Herausforderungen, die wir diskutieren, sind, glaube ich, unstreitig. Die Veränderung, der demografische Wandel, die Tatsache, dass Menschen, die lange leben, Gott sei Dank lange leben, als Verdienst dieser guten Gesundheitspolitik, aber weil sie sich auch vielleicht gesundheitsbewusster verhalten, aber natürlich auch, wenn sie nicht mehr aktiv sind im Erwerbsleben, auch nichts mehr dazu beitragen, dass diese Gesundheitskosten erwirtschaftet werden können. Das zeigt alles, dass diese Veränderungen auch eben Veränderungen in den Systemen nach sich ziehen müssen. Und ich glaube, und das jetzt meist etwas vorweggegriffen auf das, was uns nächstes Jahr beschäftigen wird, das wird im Bundestagswahlkampf eine entscheidende Rolle spielen. Die Frage, wie wir die Gesundheitsversorgung organisieren mit einer Bürgerversicherung, da finde ich immer noch, ist das Beste daran der Name und nicht der Inhalt, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber das werden wir nächstes Jahr streitig diskutieren, sozusagen alles zu versuchen zu vereinheitlichen oder ob wir die Unterschiede in dem positiven Sinne auch anerkennen, ob wir das, was wir an Menschen haben, die diese Tätigkeit freiberuflich machen, in eigener Verantwortung, damit sehr viel mehr dazu beitragen, aus meiner Sicht, dass es wirklich ein effektives System gibt, oder ob der Weg in eine eher staatliche Struktur der Weg sein wird, das wird ein großes Thema werden. Und ja, das ist keine konkrete Frage dieser eher technischen Umsetzung, die der Gesundheitsminister Grüttner hier mit dem Heilberufegesetz vorlegt. Aber sie wird für die Frage der Gesundheitsversorgung der Menschen eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ich würde mir wünschen, wir würden das, was wir in Deutschland Gutes haben, auch ein Stück weit schützen und vor denen verteidigen, die es verändern wollen. Es geht nicht darum, dass wir uns der Zukunft nicht stellen wollen, aber gute Strukturen im Sinne der Patientinnen und Patienten sollte man aus meiner Sicht behalten. Und deshalb ist der freiberufliche Arzt mit Sicherheit ein Gewinn und kein Verlust für dieses Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Es
liegen keine weiteren Moment, von den Fraktionen der LINKE liegt keine weitere Wortmeldung vor. Herr Staatsminister Grüttner, Sie sprechen für die Landesregierung. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde, was die Ausführungen zum Heilberufegesetz anbelangt, meine Ausführungen zu Protokoll geben, weil ich sehr dankbar bin über die breite Zustimmung, die dieser Gesetzentwurf hat. Das eröffnet Herrn Lenders jetzt die Möglichkeit, schon seine Wortmeldung abzugeben für den nächsten Tagesordnungspunkt. Ich will auf zwei Punkte eingehen. Einmal den Exkurs von Frau Dr. Sommer, was die Fragestellung der Bedarfsrichtlinie und des Einsatzes beim GBA anbelangt. Wir haben ja schon einen ersten Schritt erreicht, im Bereich der Allgemeinmedizin von 26 Planungsbereichen in Hessen auf 64 zu kommen. Das ist ja schon ein erster Schritt, um eine Regionalisierung und eine stärkere Regionalisierung vorzunehmen. Wir sind in Gesprächen, hier eine weitere Kleinräumigkeit noch durchsetzen zu können. Und vor allen Dingen das, wo im Facharztbereich immer noch die 26 Bedarfsgebiete da sind, auch zu einer Ausdifferenzierung zu bekommen, weil das, was im allgemeinmedizinischen Bereich sich beinhaltet, ist auch in manchen Facharztgebieten ein Fall. Wobei ein erster Schritt für uns erstmal ist, dass in jeder Gebietskörperschaft auch eine durchgehende fachärztliche Versorgung gewährleistet ist. Wir wissen, dass es einzelne Disziplinen gibt, bei denen es absolute Probleme gibt, beispielsweise im augenärztlichen Bereich. Das ist so ein Punkt, bei dem wir entsprechend arbeiten müssen. Zweiter Punkt. Ja, die Fragestellung der Gesundheitspolitik und ihre Auseinandersetzung dazu würde Sinn machen in einer ausführlichen Debatte. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Platz dafür ist, weil ich an dieser Stelle schon dann darauf hinweisen müsste, was seitens des Landes über die Frage Gesundheitspakt 2.0, über die Fortschreibung der Krankenhausfinanzierung, über die Fragestellung von Gesundheitsnetzen und anderes. Ich bin der festen Überzeugung, das lohnt sich einer vertieften Debatte zu einem anderen Zeitpunkt und nicht bei diesem Tagesordnungspunkt. Wobei ich Herrn Kollegen Rentsch allerdings recht gebe, ist, wir dürfen weder die Freiberuflichkeit noch auch das Streiten auch im wettbewerblichen Sinne um gute Lösungen im Bereich des Gesundheitswesens infrage stellen. Das hat uns dazu geführt, dass unser Gesundheitswesen tatsächlich eines der besten in der Welt ist. Das müssen wir verteidigen. Dazu gehört auch die Freiberuflichkeit. Aber dazu wird in Zukunft auch gehören, zur Unterstützung der Freiberuflichkeit, inwiefern ich das, was wir unter Medizin 4.0 verstehen, alle Chancen, die uns E-Health geben und bieten, auch mit in die Debatte mit einbeziehen müssen. Denn eines ist relativ klar, wir können den demografischen Wandel nicht aufhalten. Er macht auch nicht von Medizinerinnen und Medizinern Halt. Insofern müssen wir uns nach Möglichkeiten, nach Lösungen suchen, wie wir mit anderen Instrumenten eine flächendeckende gesundheitliche Versorgung im ambulanten und im stationären Bereich auch auf Zukunft sicherstellen können. Im stationären Bereich ist mir nicht so bange wie im ambulanten Bereich. Deshalb müssen wir dort ansetzen. Aber das können wir nur gemeinsam mit den entsprechenden Partnern. Dazu bedarf es neuer Weiterbildungsverordnungen. Da brauchen wir die Landesärztekammer. Dazu brauchen wir aber auch eine Öffnung der Kassenärztlichen Vereinigung, um von eingefahrenen Wegen abzusehen und sich zu öffnen, auch neuen Entwicklungen. Und in diesen Gesprächen sind wir. Aber das macht sicherlich Sinn, sich damit einmal intensiv auseinanderzusetzen. Ich bin dazu jederzeit bereit. Und das, was das Heilberufegesetz anbelangt, gebe ich meine Rede zu Protokoll. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich lasse dann über diesen Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes, Drucksache 19/4136 zu 19/4742 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf der Landesregierung in zweiter Lesung angenommen worden und zum Gesetz erhoben worden. Vielen Dank. Ja.